So, willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zu einem lang verschollenen Format und zwar den sogenannten Guides. Einem Format, bei dem ich euch helfen möchte, spezielle Steam-Errungenschaften freizuschalten. Und heute werden wir uns der Errungenschaft Feeling Blue aus dem Spiel Angel's Cove widmen, bei der ihr im Anfangsgebiet des Spiels 10 blaue Kapseln finden müsst. Und diese braucht ihr eben auch, um ja sozusagen die finale Errungenschaft Champion Collector freizuschalten. Und wo ihr diese 10 blauen Kapseln findet, werde ich euch jetzt zeigen. So, meine Lieben, mit diesem Blick aufs Meer starten wir direkt nach dem Intro-Video in das Spiel. Ich werde die Musik des Spiels deutlich leiser machen, einfach damit es für diesen Guide nicht irritiert. Aber ganz aus möchte ich es auch nicht machen, damit ihr eben gewisse Orientierungspunkte habt. Genauso habe ich rechts oben im Bild die Anzahl der Kapseln, die wir bereits gefunden haben, eingefügt, damit ihr eben immer wisst, ah ja, so weit sind wir und habe ich vielleicht irgendeine verpasst. Zuerst, ganz wichtig, müsst ihr zusätzlich zu den Kapseln an diesem Strand hier Kamera-Equipment finden. Das müsst ihr sowieso machen, das ist auch notwendig für die Steam-Errungenschaft Beach Cleared. Dafür habe ich kein extra Video gemacht, weil es sowieso für die Hauptstory notwendig ist. Und direkt, wenn ihr um dieses Boot herum geht, findet ihr die Tasche. Die braucht ihr ganz am Anfang, da packt er das Kamera-Equipment ein. Und als nächstes müssen wir eben links entlang gehen am Strand. Und dort befindet sich auf einem Stein direkt das erste Kamerateil. Und jetzt können wir auch schon, ihr seht wahrscheinlich schon in der Ferne die ersten blauen Kapseln, aber eine ist sehr, sehr leicht zu verpassen. Und zwar, wenn ihr auf diesen Stein zumarschiert. Marschiert ihr mal ganz genüsslich ins Wasser, ja, auch unter Wasser. Euer Charakter kann nicht ertrinken und hier direkt befindet sich schon Kapsel Nummer 1. Sehr leicht zu verpassen. Und ihr könnt dann auch direkt auf der anderen Seite wieder aus dem Wasser rauskommen. Dort befindet sich das nächste Kamera-Equipment. Ich ignoriere Kapsel Nummer 2 jetzt bewusst und mache mich weiter auf den Weg zum Ende des Strands hier. Denn dort seht ihr auch schon angedeutet die zweite Kapsel auf dem Stein liegen. Dann dreht ihr euch um und geht einfach wieder zurück und ich denke, es ist vollkommen klar, was Kapsel Nummer 3 sein wird. Sie befindet sich dort auf dem Boot. Ich denke, für Leute, die halbwegs aufmerksam spielen, sollten besonders diese zwei Kapseln leicht zu finden sein. Die erste bei dem Stein ist natürlich schon leichter zu übersehen, auch weil man sich ja nicht sicher sein kann, ob man überhaupt ins Wasser gehen kann. Wir finden dann hier noch einen Bildschirm für das Kamera-Equipment eben und in der Ferne haben wir es schon angedeutet gesehen, an diesem Strand befindet sich Kapsel Nummer 4. Wichtig zu wissen ist, es gibt gewisse Spots in dem Spiel. Und wenn ihr die erreicht, könnt ihr nicht mehr zurück. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also ihr könnt nicht immer weiter voranschreiten in dem Spiel und dann euch überlegen, ah ja, ich könnte ja nochmal zum Strand zurückkommen. So, das ist nicht der Fall. Hier um den Stein herum findet ihr eben noch ein Kamera-Equipment, den Field Recorder. Und jetzt haben wir den Strand fast schon komplett abgegrast. Es fehlt uns noch ein letztes Kamerateil, um dieses Gebiet überhaupt verlassen zu können. Und es versteckt sich sogar noch die fünfte von 10 Kapseln an diesem Strand. Dort vorne, ganz deutlich angedeutet, das letzte Kamerateil. Die sind sowieso sehr leicht zu finden und damit müsstet ihr auch die Steam-Errungenschaft Beach Cleared erhalten. Er sagt's euch auch. So, und hier ist jetzt die Engelstatue. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr rechts den Weg entlang, damit verbaut ihr euch die Chance, die fünfte Kapsel zu holen, oder ihr schaut ganz kurz links und seht da schon auch Kapsel Nummer 5 liegen. Auch eben leicht zu übersehen, aus dem einfachen Grund, ja, den ich euch jetzt, glaube ich, noch nicht verraten werde. Ihr werdet es gleich sehen, weil dann ist euch gestattet, sozusagen, diesen Weg entlang zu gehen. Folgt ihm ganz gemütlich. Und dann wird es gleich zu einem kleinen Zwischenereignis kommen. Genau. Der Baum fällt um und versperrt euch eben den Weg zurück an den Strand. So. Es kommt zu einer kleinen Unterhaltung zwischen eurem Charakter und eben einem eurer Freunde. Und links ist jetzt der offizielle Hauptweg, den ihr weitergehen müsst. Wichtig ist, dass ihr erstmal rechts an diesem Holzzaun weiter entlang geht. Denn dort befindet sich eben ein umgestürzter Baum und in diesem umgestürzten Baum befindet sich Kapsel Nummer 6. Jetzt könnt ihr gemütlich zurückgehen und dem Weg weiter folgen. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang des Videos schon erwähnt habe, aber es gibt eben 10 blaue Kapseln im ersten Abschnitt des Spiels zu finden. Und wenn ihr die habt, habt ihr auch die Steam-Errungenschaft
Feeling Blue freigeschaltet, die eben auch notwendig ist für den Champion Collector. Kapsel Nummer 7 ist eigentlich nicht zu übersehen. Ihr folgt dem Weg ganz normal und seht hier zwischen diesen kleinen Bäumchen, die dort wachsen, schon Kapsel Nummer 7 liegen. Wichtig auch an der Stelle, nach diesen zwei Kapseln überquert ihr diese Brücke. Und wenn ihr diese überquert habt, habt ihr keine Chance mehr, diese beiden Kapseln erneut zu erhalten. So, ihr müsst hier erstmal den Baumstamm runterhebeln, das macht ihr mit Hilfe des Brettes, das Spiel deutet es euch auch an. Und wenn der Baumstamm den Karren freigegeben hat, können wir den Karren auch beiseite schieben. Wunderbar. Wir folgen den Weg weiter über die Brücke. Und ein bisschen weird, ich weiß, aber wenn ihr hier runterhüpft, zack, gibt es kein Zurück mehr. Ihr könnt nicht mehr zurückkehren und diese beiden Kapseln finden. So. Es kommt eine kleine Zwischensequenz Richtung Leuchtturm und da seht ihr auch schon tatsächlich die letzte Kapsel, denn es gibt noch zwei weitere, die wir zuvor finden müssen. Ihr biegt hier einfach rechts ab, auch sehr leicht zu übersehen. Hier in diesem Baumstumpf befindet sich Kapsel Nummer 8 und dann könnt ihr erstmal den Leuchtturm getrost ignorieren. Ihr geht anstatt diesen Pfad rechts um den Leuchtturm herum. Keine Sorge, euch kann da nichts erwarten. Und man hat es jetzt schon kurz gesehen, das da vorne ist tatsächlich nicht die Kapsel. Nein, es ist der nächste Gegenstand, den wir brauchen, um weiterzukommen. Aber dort befindet sie sich, Kapsel Nummer 9, und zwar hier direkt unter dem Baumstamm. Um weiterzukommen, müsst ihr dann eben noch diese Axt nehmen. Und mit dieser Axt könnt ihr die Tür des Leuchtturms aufbrechen. So. Das wird euch schon angedeutet. Brecht die Tür auf. Geht hinein. Und jetzt müsst ihr normalerweise mit dem Radio interagieren. Macht es erstmal nicht. Geht die Treppen bis zur Spitze des Leuchtturms hoch, wo auch vorher die Zwischensequenz eben diese Frau gezeigt hat. Und eben euch auch schon Kapsel Nummer 10. Einfach die Treppe hochgehen. Das geht schon. Und oben einmal um den Leuchtturm herum. Und dort liegt die 10. blaue Kapsel. Und mit dieser Kapsel schaltet ihr die Steam-Errungenschaft Feeling Blue frei. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß auch mit den weiteren Guides. Alles Liebe, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.